Jetzt, wie können wir das eigentlich ja klären? Also der Punkt ist eben nicht, dass es gibt keine menschliche Kultur auf dem Planeten, die eine Initiation als etwas Normales akzeptieren kann. Auch die älteren Kulturen nicht. Das ist gar nicht möglich, weil wir immer Kulturen auf der Erde sind. Wir sind mit den materiellen Gegebenheiten hier eben auch geprägt oder wir werden geprägt, sozialisiert, auch geprägt zum Teil, sozialisiert und egal, ob das jetzt in einer älteren Art ist oder in einer heutigen Art, spielt gar keine Rolle. Der Punkt ist die unüberwindliche, nur mit ich habe 13 Jahre gebraucht, bis ich wieder produktiv habe arbeiten können. 13 Jahre lang mich erstens einmal mit diesen Jenseitsrealitäten überhaupt zur Ranke zu kommen, selber für mich und dann wieder das hineinzubringen in die Kultur, in die materielle, in den Koinos-Kosmos. Das ist die Arbeit, ob das jetzt in einer alten, schamanischeren Kultur ist oder heute, spielt überhaupt keine Rolle. Da kommen einfach unsere organischen Strukturen gar nicht mehr nach, was da alles kommt. Wir nehmen es zwar wahr, oder? Aber wir sind einfach überfordert damit. Und deshalb zerspringt das eigentlich. Also wenn wir dann etwas von uns geben, ich habe ja auch laufend auch dokumentiert meine Erfahrungen, das schäumt eigentlich nur auf, oder? Und das ist aber ja ein Training, das notwendig ist, das ist dann die Ausbildung des Schamanen, aber das müssen wir selber leisten, oder? Unser Lernen mit diesen starken Datenströmen aus dem Jenseits eben ja anzufreunden auch und das kann man nicht bei einem anderen Schamanen oder Schamanin lernen. Das muss man selber lernen. Und ohne das wird man nicht Schamani oder Schamanin. Also. Auch als Lernen ist es nur als Grenzfall zu bezeichnen. Das sind Selbstmodifikationen. Schon auch willentlich, aber da verändern wir unseren Charakter. Und wir sind dann nicht mehr der gleiche Mensch. Wir können das auch nicht wieder vergessen. Wir sind dann auch, ich nehme eben auch an, auch biologisch anders geformt. Also das könnte man wahrscheinlich auch mit einem Brainscan dann auch nachweisen. Das heißt, der Ausgangspunkt für Schamanismus ist die Berufung durch die Geister, durch Geist und das Zusammenbrechen der erlernten Bewältigungsstrategien von Differenzen oder die natürlich auftreten zwischen der Wirklichkeit des Jenseits und der Wirklichkeit der Erde. Meine Position bezüglich des Kulturrelativismus oder ist so, dass ich es gar nicht unterstützen kann, oder dann zu sagen, ja, in den anderen Kulturen, ja, gibt es dann keine Schizophrenie, ja, gibt es keine Schizophrenie, weil die, also jetzt in noch schamanischen, in Anführungszeichen, schamanischen Kulturen, weil die das normal finden, wenn jemand von Geisterfahrungen spricht, oder?
Aber schauen wir jetzt einmal den technologischen Stand dieser Kulturen an. Sind die wirklich lohnenswert unterwegs, wenn es darum geht, Seuchen zu bekämpfen? Wenn es darum geht, medizinische Standards zu erfüllen? Nein. Also das Jenseits ist einen anderen Kosmos, und die Aufteilung Heraklit, Idios Kosmos, Koinos Kosmos ist sinnvoll. Also was will es denn uns nützen, wenn wir Geister herumfliegen sehen mit das wird dann auch materiell, oder? Man berichtet dann, da fliege ein Geist herum, und die Kinder, die nehmen das dann auf. Also als Realität des Äußeren auch, oder? Und dann sehen die auch Geister herumfliegen, und das wird dann materiell. Wenn ich jetzt etwas so spreche, wird das hier jetzt materiell. Aus dem Geistigen wird es materiell. Und dann wird das, gibt man das weiter und. Und dann trifft man dann an, in Nordafrika ist es dokumentiert worden von einem Reporter, einem seriösen Reporter, dass es dann sogar Gesetze gibt, staatliche Gesetze, die Flughöhe der Geister, ich denke, es waren dann irgendein bestimmter Typ von Geist wahrscheinlich sogar noch so wirklich, dass man meint, das habe jetzt eine materielle für die Erde relevante wirklich als Relevanz, oder? Die Flughöhe der Geister ist beschränkt worden, ich glaube auf, ich weiß jetzt auch nicht, 50 oder 300 Meter. Damit sie nicht mit den Flugzeugen kollidieren. Oder da muss natürlich bei den Erfahrenen, auch die das tatsächlich erfahren und dann nicht einfach weitererzählen, muss natürlich eine Kultivierung einsetzen. Eine, oder? Das nutzbar machen. Und also ich will niemanden hören, der von herumfliegenden Geistern den Kindern erzählt. Das brauche ich also nicht. Die müssen tüchtig werden, die materiellen Probleme zu lernen, lernen, wie man miteinander ersprießlich umgeht. Ja, also man muss schon sehen, oder? Die Wirklichkeit des Geistigen und des Materiellen, die können auch verschwimmen. Die sind auch überlagert. Es gibt ja auch das dokumentierte Beispiel meines früheren besten Freundes, wie er eben ja meint oder also sieht, wahrnimmt tatsächlich, wie eine Arbeitskollegin er beschreibt es als vernichtende Strahlen aus den Augen zusendet, oder also. Er gibt ja auch den bösen Blick, oder? Das können wir dann manchmal tatsächlich nicht unterscheiden. Also mit viel Übung gelingt es dann. Und also letztlich beziehe ich mich halt einfach auf die Realität, wie ich sie kenne, bevor ich Schamane geworden bin. Oder ich kenne, das habe ich gelernt, wie die Konventionen dieser Kultur sind. Und da kann man sich darauf beziehen. Aber wenn man natürlich etwas aktuell gerade wahrnimmt, was dann eventuell ein Trauminhalt ist, dann so ein kleines Träumchen oder auch, das kann auch länger sein, oder? Es kann auch akustisch sein, es kann visuell sein. Dann haben wir eben heute wunderbar die Möglichkeit, also erstens einmal